Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen und ich stelle euch heute den Trendex Rotation Jig Spinner der Firma Bär Angelsport vor, der sich hervorragend für Zander, Barsch und Hecht eignet. Längst sind diese Köder genauso erfolgreich wie Wobbler, Gummifisch oder Blinker. Mit den Jahren kamen auch immer wieder neue Varianten dazu. Im letzten Jahr dann die neue Version mit Doppelblatt. Das Doppelblatt in Farbkombination Silber-Gold ist durch seine lebhafte Aktion im Wasser äußerst fängig. Je nach Wasserfärbung und Wetterbedingungen stehen 9 unterschiedliche Farbkombinationen zur Verfügung. Aber es kommt noch besser. Rechtzeitig zur neuen Raubfischsaison hat Bär jetzt noch eine weitere, brandneue Variante auf den Markt gebracht. Ein Rotationsblatt im gehämmerten Silberdesign in Verbindung mit einem etwas kleineren, schwarzen Blättchen. Die kugelgelagerten Mini-Wirbel bringen das Doppelrotationsblatt auf Touren und schon beim langsamen Einholen entfaltet der Jig Spinner eine absolute Top-Aktion, wie man hier im Unterwasservideo zum Laufverhalten gut sehen kann. Dass der Farbkontrast Silber gehämmert, Schwarz ein wesentlicher Teil des Erfolgs ist und somit auch noch so scheue Räuber an den Haken bringt, haben die Experten von Bär Angelsport bereits in der Anfangsphase der Entwicklung herausgefunden. Insgesamt umfasst das Trendex Jig Spinner Sortiment über 50 unterschiedliche Modelle in vielen Farbvarianten mit unterschiedlichen Gewichten, nämlich 8, 9, 13, 16 und 20 Gramm. Die einzelnen Rotationsblättchen, die Mini-Kugellagerwirbel und die Mini-Sprengringe, die gibt es auch einzeln zu kaufen. Damit kann sich jeder von euch seine gewünschte Farbrotation selbst zusammenstellen. Näheres zu diesen Ködern erfahrt ihr auf der Bär-Webseite und aus dem Hauptkatalog, den ihr dort downloaden könnt. Trendex Jig Spinner gibt es im gut sortierten Fachhandel schon für 4 bis 5 Euro. Mehr Details zu diesen Produkten gerne auch direkt bei Bär Angelsport. So, das war's gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.